Hoher Landesparteitag, hohes Präsidium, liebe Freunde und stellvertretend für alle persönlich angesprochen, lieber Dominik, ich muss es am Anfang erwähnen, ich bin heute mit Maske gekommen, kein Problem. Das Kampfprogramm steht aufgedruckt, ich sehe das so ähnlich wie einen Auftritt als Zorro des 21. Jahrhunderts, als Rächer der Corona-Enterbten und Entrechteten. Ich glaube, dass das eine gute Einstellung ist, mit der wir auch in die kommenden Monate der politischen Auseinandersetzung gehen werden. Es ist eine große Freude und eine Ehre zugleich, heute hier ein paar Grußworte des Freiheitlichen Parlamentsclubs an euch richten zu dürfen. Einfach deshalb, weil ich diesen Auftritt hier auch als Ausdruck unserer großen inneren Verbundenheit sehe. Und ich glaube, hier passt dieses Wort besser als in anderen Fällen, wenn ich von einem Schulterschluss spreche. Von einem Schulterschluss zwischen uns innerhalb der verschiedenen Teile und Teilorganisationen der Partei, vor allem aber von einem Schulterschluss zwischen uns und der österreichischen Bevölkerung und der Wiener Bevölkerung. Das sind diejenigen Menschen, die unter Türkis und unter Rot im Verbund, es unterscheidet die beiden nicht viel voneinander, im letzten Jahr entrechtet worden sind, die bevormundet worden sind, die bestohlen worden sind, die verängstigt worden sind, die schikaniert worden sind. Und ich sehe hier keinen Unterschied zwischen Wien und dem Bund, sie alle ziehen am gleichen Strang und ich sage euch eines, als Mitglied einer Partei, die den Namen Freiheit in ihrem Namen eben trägt, die sich der Freiheit verpflichtet fühlt, kann man hier keinen Millimeter eines Beitrages zu dieser verfehlten Politik leisten. Im Gegenteil, es ist Widerstand angesagt. Ihr habt ganz, ganz schwere Zeiten hinter euch. Ihr seid durch ein unglaublich tiefes Tal gegangen und wir mit euch. Und der Aderlass, den es bei den letzten Wahlen in euren Reihen gegeben hat, der erfüllt uns bis heute alle mit einem ganz, ganz tiefen Schmerz. Und es war die Rechnung, die Begleichung einer Rechnung, die Verantwortungslose, die Treulose, deren Namen ich hier heute gar nicht erwähnen möchte, gemacht haben, die Schuldige gemacht haben und die von Unschuldigen, von vielen, vielen Unschuldigen bezahlt werden musste. Dominik Knepp hat die Verantwortung für die Partei in einer ganz, ganz schwierigen Phase übernommen, als diese Partei sprichwörtlich am Boden gelegen ist. Dominik, es war Komfortzone 0,0, muss man dazu sagen. Und er hat sich mutig hingestellt, er hat sich mutig in den Dienst der Sache gestellt und er hat Charakter gezeigt, wo es wohl nur wenige in dieser Art und Weise auch zustande gebracht hätten. Und sich den verantwortungslosen Vorgängern in der direkten Konfrontation, und zwar sowohl auf offener Bühne als auch hinter den Kulissen entgegenzustellen und nicht nur das zu tun, sondern sie auch noch zu besiegen, das ist ein Stück Heldengeschichte im Kapitel und in dem großen Geschichtsbuch der Freiheitlichen Partei. Und dafür ziehe ich meinen Hut, lieber Dominik. Das ist kein Wunsch, den ich hier artikuliert habe, das ist ein Auftrag, lieber Dominik. Ein Auftrag der Wähler und ein Auftrag der Partei an diese Wiener Landesgruppe. Ihr liegt auf einem richtigen Kurs. Ihr trefft den politischen Nerv zu 100% mit eurem Kampf gegen den roten Filz, gegen den Filz der Rathaus-SPÖ, der um nichts weniger ausgebreitet ist als der Filz auf Bundesebene. Da ändert es auch nichts daran, dass diese Roten sich jetzt ein pinkes Feigenblatt statt des grünen Feigenblatts vor ihre Restscham geheftet haben. Ihr liegt richtig mit eurem Kampf Seite an Seite mit der Bundespartei und mit dem Parlamentsclub gegen ein System der Unfreiheit, das immer verharmlosend als Corona-Maßnahmenpolitik dargestellt wird, aber nichts anderes tut, als die Gesellschaft zu spalten und abertausende Menschen in diesem Land ins Unglück zu führen. Ihr liegt goldrichtig mit eurem Kampf gegen die mafiösen Strukturen, gegen das, was man so verharmlosend als Familienbetrieb ÖVP bezeichnet, einen Staat im Staat, Family Business, richtig ausgesprochen Family Bussi Bussiness, liebe Freunde. Ihr liegt auch hier goldrichtig. Und ihr vergesst auch nicht darauf, dorthin zu schauen, auf Themen, die ein bisschen
ins Abseits geraten sind durch die Corona-Dominanz. Ich spreche von der Migrationsthematik und von der Ausländerthematik. Ihr schaut dorthin und ihr haut dorthin, wo es notwendig ist, wenn hier Entwicklungen passieren, die die Bevölkerung nicht ertragen kann. Stichwort Islamisierung, Stichwort zum Beispiel auch Asylzahlen, die durch die Decke gehen. Das heißt, die Themen passen alle und Bundespolitik ist immer auch ein Stück Wiener Landespolitik und Landespolitik ist immer auch ein Stück Bundespolitik und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh darüber und sage euch auch dafür ein großes Dankeschön, dass viele meiner wichtigsten Spitzen im Freiheitlichen Parlamentsclub, ich sage es einmal so, Leihgaben der Landesgruppe Wien sind. Ein herzliches Dankeschön dafür. Wir haben also einen gemeinsamen Auftrag für unsere Bevölkerung. Freiheit, Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, Sicherheit und Heimatliebe. Das sind so die Fixsterne, die uns als Freiheitliche leiten. Ihnen folgen wir auf unserem Weg. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann gehen wir ihn in Demut vor den Wählern, dann gehen wir ihn in Treue vor unseren Prinzipien und dann gehen wir ihn in Standhaftigkeit gegenüber unseren Gegnern, egal wo auch immer sie verortet sind. Es ist nicht wichtig, von unseren Gegnern Honig ums Maul geschmiert zu bekommen. Nein, es ist wichtig, von der Bevölkerung geachtet und respektiert zu werden. Für Ehrlichkeit, für Geradlinigkeit, für Haltung und für Konzepte für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Politik. Das ist es, was es braucht. Und das ist das Gegenmodell zum Teflon Marke Türkis. Es ist das Gegenmodell zum Verbiegen und Verrenken Marke SPÖ. Und das ist das Gegenteil zur Rückgratlosigkeit und zum Lakaientum der Grünen. Liebe Freunde, der Kurs stimmt, die Einstellung stimmt, das Team stimmt, die Führungsmannschaft stimmt, der Chef stimmt. Jetzt müssen wir es nur noch ordentlich machen. Und in diesem Sinne wünsche ich eurem heutigen Parteitag einen guten Verlauf. Möge eure Entschlossenheit genauso wie eure Geschlossenheit als Kampfansage an die Parteien der moralischen Verwahrlosung, an die Parteien der Unfreiheit, an die Parteien der Selbstgefälligkeit hier von Wien aus in das ganze Bundesgebiet hinausklingen. Die freiheitliche Familie ist im gleichen Schritt unterwegs und sie ist im gleichen Takt unterwegs. Für die Bevölkerung und gegen all jene, die glauben, die Menschen beherrschen zu müssen, anstatt ihnen zu dienen. In diesem Sinne, Glück auf, liebe Freunde, Glück auf, lieber Dominik, die Zukunft gehört euch. Herzlichen Dank.